So, entschuldigt die Unterbrechung, aber da war jemand an meiner Haustür. Das kann mal passieren. Und es ist blöd bei Dark Souls, dass man da einfach nicht eine neue Aufnahme starten kann. Na gut. Also, wir haben jetzt den alten Hexenring. Dann legen wir jetzt mal den Sack ab. So, Sack ist abgelegt. Wieder zurück teleportieren. So. Nächste Runde. Höhlen kloppen. Die werden sich auch wundern, dass ich jedes Mal aus der Richtung wiederkomme und sie wieder töte. Die armen Kerle. So. Wieder an den Fackelzombies vorbei. So. Au. Ja, die Attacke hasse ich. Die kann lebensbedrohlich sein. Schon ungefähr, dass Zombies so eine Attacke können, während ich so lahmarschig bin eigentlich. So, okay, wir haben den Sack getauscht gegen den Dämonenhammer. Das ist die Waffe. Genau. Dieser von Dämonen aus den Steinurbäumen hergestellte Diese von Dämonen aus den Steinurbäumen hergestellte Waffe wurde von den niederen Dämonen im nördlichen Asyl der Untoten verwendet. Die Axt verfügt nicht über Spezialkräfte, das muss falsch übersetzt worden sein. Aber wer über ausreichend Stärke verfügt, kann die Feinde damit zu Brei verarbeiten. Oh ja, nebenbei, das muss ich euch gleich noch zeigen, wenn wir uns wieder zurückgeteleportiert haben. Da gab es nämlich noch eine Kleinigkeit, die ich ganz vergessen habe, als wir das letzte Mal hier waren. So, Santos-Krone ablegen. Und wegporten. Jupp. So. Und zwar, wenn wir. Falsche Seite, oder? Ja, hier drüben. Und zwar müssen wir noch mal kurz in den Raum, in dem Oscar von Astora gestorben ist. Genau diesen Raum hier. Dazu gibt es nämlich auch noch eine kleine Story. Hier lag er ja. Und wenn wir nach hier oben gucken, sehen wir hier einen Durchbruch in der Decke. Wir erinnern uns an den Anfang. Da hat Oscar uns eine Leiche mit dem Zen-Schlüssel vom Dach aus in die Zelle geworfen und ist dann gegangen. Und als wir ihn das nächste Mal sahen, lag er hier. Ja, wer war noch auf dem Dach? Der Asyldämon. Oscar hat wohl mit dem Asyldämon auf dem Dach gekämpft, was wohl nicht so die beste Idee war. Und der Asyldämon hat ihn einfach mit seinem Hammer hier durchgeschlagen. Durch die Decke. Schwer verletzt. Dann konnte er es gerade noch schaffen, sich hier hinzusetzen. Und dann zu sterben. Ach, der Arme. Es gab so, gibt sogar eigentlich eine ganze Story für Oscar. Die wurde allerdings aus dem Spiel rausgeschnitten. Also da hätten wir eigentlich gegen Oscar noch am Schluss vor dem letzten Bossfight kämpfen müssen. Und zwar wäre Oscar unsere bessere oder schlechtere Hälfte dann gewesen in dem Fall. So, hallo Jungs. Sterbt mal schön. So, du stirbst auch. Und du auch. So. Dann gucken wir mal, was jetzt hier liegt. Wieder ein Ring auf jeden Fall. So, von der Xanthus-Krone kriegen wir wieder einen Ring. So. Schutzring der Gunst. Gut, also Xanthus Krone ist gleich Schutzring der Gunst. Und ja, für eine Sonnenlichtmedaille würden wir einen weißen Brocken bekommen, aber das will ich nicht. Als nächstes legen wir die Seele vom Manus ab.
Soll ich die Seele von Manus ablegen? Ja. Ich lege die Seele von Manus ab. Das kann ich ja hier schnell machen. So. Das ist nämlich noch ein Storystück zu Manus selber. So. Müssen wir also doch mehr als fünfmal machen, weil Manus Seele gibt hier auch einen Gegenstand. So, so, weg mit euch. Und weg mit euch beiden. Gut. Hier hoch. Kriegen wir nämlich einen Zauber. So. Verfolger. Pursuer. Ja, wer muss an den Boss aus Dark Souls 2 denken? Verfolger. Die Zauberei von Manus, dem Vater des Abgrunds, gewährt der Finsternis der Menschlichkeit einen flüchtigen Wunsch und verschießt das Resultat. Der Wunsch fühlt den Neid oder auch die Liebe. Trotz des unvermeidlich banalen und tragischen Endes sieht der Wunsch keine Alternative und wird wahnsinnig zu seinem Ziel hingezogen. Ja, also Manus hat diesen Zauber selber erschaffen, in dem Zorn, als er seinen Anhänger gesucht hat. Diesen hier, wo ist er? Zerstörter Anhänger, genau. Nebenbei, wir haben noch die Fürsten sehen, aber die werde ich dann alle auf einmal abgeben und alle auf einmal vorlesen vorher. Dämonenhammer hatten wir schon. Was wollte ich ablegen? Hier haben wir alles abgelegt. Ach ja. Schädellaterne ablegen. So. Leuchtfeuer, letzter Rast. Wieder die Jungs hier töten. So und so. 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 Und so. Weg mit euch. Dann wieder zu Snuggly. Also für die Schädellaterne kriegen wir jetzt als nächstes wieder einen Ring. Ring des Nebels. Also ja, den Schutzring der Gunst, den kennen wir ja schon. Den hatten wir ja von Lautrec bekommen, als wir ihn getötet haben. Und der Ring des Nebels sieht fast so aus wie der Katzeneidring. Dieser Ring ist ein Geschenk Alvinas. An Alvinas Freunde. Er edelt eine Perle mit seinem dichten reinweißen Nebel. Der Ring ist erforderlich, um Alvinas Ruf zu folgen und tat seinen Träger, um ihn so vor Entdeckung zu schützen. Also die Weiterentwicklung des Katzeneidrings. So, wir haben nur noch eine Sache, die wir hier reinlegen können. Und das ist die Pyromantieflamme. Und zwar, es muss eine unabgegradete Pyromantieflamme sein. Mit der plus 10er, die wir haben, klappt das leider nicht mehr. So. Weg mit dir. Weg mit dir. Und hallo, Fackelfreunde. Au. Weg. Weg. Und weg. So. Hier hoch. Give me, give me. Gegenstand nehmen. Roter Brocken. So.
Damit haben wir alles vertauscht, was wir mit Snuggly vertauschen konnten. Das heißt, jetzt geht es zur nächsten Haltestelle. Teleportieren. Finstermondgrab. Jetzt wollen wir nämlich die Andenken der Vergeltung abgeben. So. Hallöchen. O Disciple of the Dark Sun, thou hast, if thou shalt swear, a shadow. Ja, ja, das kennen wir ja schon. Den Eid wollen wir leisten. Dadurch kriegen wir einen blauen Augapfel und den Finstermond-Klingenring. Ja. Andenken der Vergeltung darbieten. Müssen wir jetzt wieder 10-mal machen. Wusch. Wusch. Ja, das dauert jetzt mal kurz wieder eine Minute. Ich wäre echt froh, wenn man alle auf einmal darbieten könnte. Oder wenigstens auswählen, wie viele man darbieten möchte. War das jetzt schon der letzte oder habe ich noch welche? Okay. Nur den Eid vertieft, dann dauert es noch etwas. Ich hätte mitzählen sollen, das wäre einfacher gewesen. Okay, Finstermond-Talisman und Finstermond-Schwert. Eid vertieft, höhere Ebene erreicht. Tschüssli. Das war alles, was wir von dir brauchen. So, kurz gucken, was wir bekommen haben. Also erst einmal haben wir natürlich den Finstermondring da bekommen. Wo ist er denn? Silberring, verrosteter Eisenring, Falkenring, Wolfsring, Finstermondklingenring. Antwort auf Finstersonne, Gwindelins Beschwörung. Und ja, ich sag den englischen Namen, der deutsche klingt komisch. Ein Ring, der nur Finstermondklingen ausgehändigt wird. Antworte auf Finstersonne, Gwindelins Beschwörung. Gwindelin, der sich seiner gebrechlichen Erscheinung sehr wohl bewusst war, erschuf die Illusion einer Schwester Gwinevere, die ihm half, Anolundo zu bewachen. Ja, da wird nochmal klar gemacht, die Gwinevere da oben ist eine Illusion. Also das Riesen... Weib, wollte ich schon sagen, die riesige Frau. So. Halt, ich habe hier die anderen Gegenstände noch. Und zwar habe ich von ihm einen Talisman bekommen. Ein Medium zum Wirken göttlicher Wunde wird im Finstermondkling vom Bund Finstersonne Gwindelins ausgehändigt. Dieser Talisman erfordert von seinem Besitzer pflichtschuldigen Glauben, verfügt aber über hohe Wunderanpassung. Also ja, das ist eigentlich der mächtigste Talisman, den man im Spiel kriegen kann. Allerdings ist er erst zu gebrauchen, wenn man Wille 40 erreicht hat. So, und dann haben wir, ups, in die Option wollte ich nicht, und dann haben wir noch einen Zauber gekriegt, der relativ useless ist, ein Wunder, um genau zu sein. Finstermondschwert. Dem mit Fürst Gwyns letztgeborenen Gwindelin im Bunde stehenden gewährtes Wunder. Stärkt rechte Waffe mit Finstermondstrahlen. Der Finstermond gewährt Energie der Rache und je größer der Animus, desto vernichtender der Angriff. Also ja, je tiefer wir im Eid mit Gwindelin sind, umso mächtiger würde dieses Wunder werden. Aber wenn wir nicht im Eid sind, können wir es nicht benutzen, also es ist nutzlos.